Wahnsinn. Wahnsinn. So gut. So gut. Einfach der Wahnsinn. Hey, Nathan. Ja. Land in Sicht. Aber hallo. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite. Wir haben uns die Zeit genommen. Einfach mal zu genießen. Mmh, wie weit wir es gebracht haben. Sehr schön. Sic Parvis Magna. Sic Parvis Magna. Ja. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Oh ja, Budi, oh ja. Und wie du es zu weit getrieben hast und wie, Alter. Das wenigstens hier wenigstens ganz kurz hinterhergelaufen wäre jetzt oder sonst was. Na, voll drauf geschissen. Das könnte das nicht gewesen sein. Ich dachte, entweder streamen oder die Alte. Immer nur das Streamen. Größer. Scheiß auf die Alte. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Na dann, gib mir mal Gas. Oh, schön. Oh, ja. Sehr schön. Immerhin ist da eine Insel, stimmt's? Sehr, sehr schön. Aktuell ist natürlich jeder Fokus nur auf die Story, also dementsprechend bleibe ich nicht irgendwo halt oder sonst was, nur bei den wichtigen Dingen. Aber boah, schön, wirklich sehr, sehr schön. Muss man schon sagen, Wahnsinn, wirklich der Wahnsinn. Eine kleine Hütte am Strand. Ah, das schaut schon mal wichtig aus. Aber es ist gleich mal Dirty. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Nichts mehr übrig, um die Bataille ja tatsächlich zu bauen. Hey, da links oder rechts? Nee, da oben. Egal, Hauptsache Vollgas. Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Ah, ah. Von Piraten gemacht. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal hier. Ein bisschen schwimmen, na sicher. Boah, das wäre es jetzt, Alter, wenn man noch sagen würde, Marco, Polo, wie im zweiten Teil. Boah, das wäre es gewesen. Ich glaube, sie haben das sogar damals noch im dritten Teil, glaube ich, auch noch eingebaut. Aber ohne, dass sie irgendjemand sagt, Turm. Polo. Ja. Glaube ich, bilde ich mal an. Da hat er noch was mit der Chloe gehabt, der Hund. Oh ja. Mmh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Tür oder so. Zu einer Kammer? Einer Riesenkammer, um einen Riesenschatz aufzubewahren? Bestimmt nicht. Nicht bei seinem Ego. Wo immer Avery den Schatz deponiert hat, wird es prachtvoller sein als überall sonst. Und er wird deutlich besser geschützt sein. Ah, okay. Ja, logisch. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht irgendwann hin was haben. Passt, dann haben wir sie da gleich um. Na sicher. Können wir gleich eine Rutschpartiana machen, das schaut ja das an. Das habe ich mir gedacht gehabt, vielleicht irgend so ein Schatz oder sonst was, aber das hebe ich mir sowieso für den Schluss auf. Also nicht, dass da wieder so ein Glockenturm ist, gell? Nicht, dass du da gleich wieder Halbert Mai gehst. Naja, also, bei welcher Situation gehst du mir nicht, Halbert Mai? Also, ja, wie naiv. Schon mal ein guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt. Ah, swing den Ding. Let's go. Auf mit uns. Na, nicht, dass du Sal reißt oder bist deppert. Hoffen wir es mal. Der haut sich auf, Alter, mit den Enterhaken, Alter. Wui, und fällt mir runter. Na super, das wär's gewesen. Das sieht doch gut aus. Ein bisschen sauber hätten es machen können, aber na gut. Ha. Irgendein Symbol. Ein Kompasspfeil.
In dem Fall. Genau. Zum Blick zum nächsten Ziel. Woher hast du das gewusst? Okay, da haben wir schon mal eine Höhle, da haben wir auch was, da haben wir auch was, da haben wir auch was. Guck mal da unten, das ist das gleiche Symbol. Ah, na schau, na schau. Finden wir raus, wo er hin zeigt, hm? Komm, das Boot ist gleich da unten. Yep. Ich weiß nicht, ob das sich komplett overswingen kann, aber könnte das schon sein, oder? Sicher, Alter, du jetzt nicht so wie. Na sicher, vor alle Fälle, also wenn's mir da jetzt kapierst. Wir sind hier nicht in einem Ubisoft-Game, also du nicht so deppert. Wir sind hier nicht bei Ubisoft. Wo du schon nach einem Meter sterben kannst. Ah, wir sind einmal um. Gehen wir mal beim Strandl da. Ja, aber fahren wir schon um, na sicher. Da glaubst du, ich bin deppert und schwimm da um, na sicher nicht. Volle Dreckser, hallo. Oh, sogar die Fußabdrücke. Sehr schön. Hab's gut gemacht. Schauen ja, für ihren Scheiß mal sehen. voll los, ohne ja. Oh, nein, das ist. Und da kommt. Okay, noch rechts. Das ist aber cool. Mhm. Und? Geil. Sau geil. Entweder wir haben da jetzt ein Nordzeichen oder ich fahre jetzt einfach geradeaus weiter. Ich fahre jetzt einfach mal geradeaus weiter. In der Hoffnung, dass ich da wieder mal irgendwann einmal ein Zeichen finde. Ah, na schau. Was? Da rein? Na warte, dann fahren wir mal rein. Das Zeichen. Na, was haben wir denn da Schönes? Na warte, muss ich gleich das Butter gleich ausnutzen? Auf mit uns und tschüss. Schauen wir mal auf, Alter. Voll abgeschissen. Ah, ja, also. Da kannst du sicher gerne eine. Wie du im Nachhinein feiern musst. Bist du deppert. Alles angeschissen. Boah. Das muss heftig sein, oder? Okay, wir sind wieder im Geschäft. Das wäre aber geil, so ab und zu, wenn er so einen lustigen Spruch losgelassen hätte. Boah, wie scheiße, war noch Feuchtler oder sonst was. Das wäre geil. Das wäre richtig geil gewesen. Na, no, wunderschön. Wie das so diese Uncharted 1 Feeling. Wahnsinn. Der ganzen Dschungel und das Ganze. Ich liebe es. Und zählt das jetzt als prachtvoller als überall sonst? Kann man so sagen. Na, vielleicht? Chillen auf ein Gespräch? Könnte das sein. Weil so langsam gegangen ist. Ich hab mir gedacht, da kommt jetzt irgendein Gespräch an. Bleiben wir also. Ich glaube, da kommt er nicht auf. Aha, Schatzel oder was? Ja, sowas von. Da oben mit uns und tschüss. Also wenn du das jetzt, wollte schon sagen, oder wenn du es mir jetzt nicht schaffst, geht da aber andere rein. Ja, definitiv. Boah, nein, einmal mit mir selber rennen. Passt. Hey Sam, komm, hilf mir mal. Ja, klar. Komm Sam, damit du einmal wieder was machst. Du fauler Hund. Mach ich alles immer super. Ja, klar doch. Mann, nicht viel heben und kriechen, was? Aber schön. Sehr, sehr schön. Bist du wunderschön. Hat aber auch schon damals auf der Vierer so gut ausgeschaut. Wahnsinn. Was sie damals mal wieder so alles rausgeholt haben und rausgekitzelt haben, ist ein Wahnsinn. Bis heute noch immer Wahnsinn, was noch die PS4 noch so alles rausholt. Aus sich die Entwickler und das ganze Wahnsinn. Heftig. Wenn du so ab und zu so wirklich so denkst, so, was manchmal für Spiele rauskommen sind, wo ich mir denke, okay, Bruder. Und dann kommen da manche Spiele um die Ecke von manchen Entwicklern oder von Sony. Wahnsinn. Krank. Aber
ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warte. Wieso habe ich das Gefühl? Ja, ja, ja. Was die Scheiße reißt. Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Immerhin. Okay. Cool, 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 cool. Oh, Blumenwiesen. Na, schau dir das an. War schön. Steppert sehr schön. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima Vibes. Sam, hey! Bist du noch da? Der ist schon hier. Ist schon weggefallen, der Haurer. Verdammt! Ist schon weggefallen. Ah, da haben wir schon wieder den nächsten Schatz. Also, wie steht's? Meine Ehe ist kaputt. Mein bester Freund ist weg. Zwei Irre und ihre Armee jagen mich. Und ich kann meinen Bruder nicht finden. Aber auf der anderen Seite ist niemand hier, der mich Idiot nennen kann. Aber interessant, dass er ihn betitelt als bester Freund. Wo warst du? Eine Möglichkeit suchen, dich hier raufzukriegen. Okay, dann spring rüber. Danke. Alles in Ordnung? Wie ich mir am Knack packt, oder? What the fuck? Gehen wir weiter. Okay. Geil. Ja, warte. Ich will mir ja ein bisschen auch umschauen. Was denn? Normalerweise DS gibt's. Sicher zum Sammeln etc. Vielleicht so eine Markierung oder irgendwas in der Richtung. Salis King. Salis richtig King. Side Alliance. Der Wahnsinn. Einfach der Wahnsinn. So eine schöne Vaterrolle aber auch. Ich hätte halt nur gerne ein bisschen mehr von den Eltern erfahren. Ein bisschen mehr hätte ich gerne erfahren. Das muss ich schon sagen. Und auch mit dir, na sicher, swinging! Alter, macht sich gleich hier damit, Alter, der Volltrottel. Einen Moment. Aber du könntest ruhig das gleiche machen, was ich mache, gell? Wie sie noch gesagt haben. Sackgasse! Okay, dann also wieder zurück! Lustiger! Mal wieder zurück! Du bist lustig! Aber Gott sei Dank gibt's ja wenigstens ein Wegel. Schon da gehabt, dann muss ich gleich irgendwas machen. Na, warte mal. Ich weiß nicht, ob sie. Warte. Oh, geht's weiter? Na, geht nicht weiter. Was haben wir denn da? Ich würde am liebsten einmal da rum swingen und dann einmal da, aber na gut. Dann machen wir da rum. Machen wir da rum, Havara. Ist ja wurscht, was passiert. Obwohl, im Prinzip geht sich das fix aus. Wollte es gerade sagen, das kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass ich das nicht ausgegangen wäre. Du und? Der macht sich's mal wieder einfach. Eh klar. Der macht sich's mal wieder einfach. Also, ich wollte es gerade sagen, Alter. Und wie jetzt? Stepper, oder? Der muss sich ab und zu so dermaßen wehtun, der Haverer. Das ist ja abnormal. Nicht, dass er sich wenigstens abstützt mit die Viers oder sonst was. Gleich auf die Knie. Bam! Boah, Alter. Ich könnte die hier für wochenlang nicht mehr benutzen. Das ist was gewesen. Oder was jetzt? Ja, und wie? Jetzt geht sie aus, geht sie alles aus. Passt alles klar. Weißt, nicht, dass er wenigstens mal hilft, den kleinen Bruder, die zu sehen ist, er steht einfach da und wartet so. Okay, das ist sicher, das ist jetzt nicht sicher. Da könnte ich nicht mehr gehen. Passt, alles klar. Okay, wir sind offenbar noch. Ja, bei mir auch Regen. Boah, so schön Sommer-Vibes, Alter, Wahnsinn. So ein bisschen wärmer, weißt du, wo es dann schon fast quasi mit der kurzen gehen könnte, das boah, das wär's. Nein, zu warm ist auch wieder nicht schön, wegen der Hocken, die zu sehen ist, aber wäre schon geil. Ach, na, da könnte man Bauchplatscher machen, überlebt man schon, glaub's mir. Glaub's nicht, liegt. Mach einmal. Wer soll so springen?
Gehen wir mal rein. Was kann Notiz? Ah, okay, einen Schatz gibt's da. Steppe, da gibt's auch sicher wieder so 10, 15 Schätze. Bist du narrisch? Ziehe mir jetzt genug mal wieder. Wart. Die Entwickler machen wieder den 31er. Wir machen schon wieder den 31er. Ich werde fix seitlich da herumgesprungen. Safe. Was Irres machen würden? Nein, nicht wirklich. Und hepp. Ich muss schon sagen, gerade im Multiplayer ist der Anker richtig geil. Opa! Ich glaube, ich bleib hinter dir! Ich glaube, ich bin stecken geblieben, Haverer! Ich glaube, ich bleib hinter dir! Oh mein Gott! Das ist die zweitgrößte Zisterne, die ich kenne. Bleib mal gestecken. Oh! Ist ja gut spazieren. Können wir schon wieder swingen! Geht's so aus! Au. Warte mal. Mach's mir. Springen wir lieber da um. Weil da gibt's noch eins. Weil ich will jetzt beinahe. Komm hier her! Ich doch den. Okay, passt. Ich habe mir schon gedacht gehabt, der nimmt sie wieder den oberen. Na, hallo! Da bist du eben schon mal schön aus. Vorräte, Werkzeug, Saatgut. Vorräte. Schaut aber ein bisschen leicht aus. Definitiv. Wow, was ist das alles? Also kann man nicht von Rave kommen. Na, geht ihm nicht sicher. Ah, nicht sein. Wir sind einmal auch gekommen, der Haverer. Ich weiß nicht mehr, dass wir hier sind. Es wäre jetzt. Marco? Das wäre es jetzt. Ah, schaut schon mal. Okay, doch nicht. Ich wollte schon sagen, Alter. Schaut doch relativ gut aus. Nee, anscheinend dann doch wieder nicht. Ja, aber boah, müssen wir ein bisschen was schwimmen gehen, sicher. Er braucht eine Abkühlung, der Haverer. Stepper, oder? Das ist ja komplett verschwitzt. Ah, wegen einem Schatz. Wie schaut es denn da unten aus? Ah, gibt es auch wieder nichts. Passt. Na, da drüben waren wir eh. Ich denk's mir gerade so. Irgendwie war das gerade ein bisschen verdächtig. Na, aber hallo. Was haben wir denn hier Schönes? Blaupausen. Okay. Braunpausen. Ja, voll! Die Vogelkacke! Sam, schau mal hier. Schau, Siegel von Piratenkapitän. Alle um Avery versammelt. Könnte man schon sagen, so wie bei Ruffia, das ist eine kleine Allianz. Avery und Two. Nur für die Schätze halt. Kapitän. Sieht aus, als schreiben sie ihren Verhaltenskodex. Die Piratenverfassung. Averys Schiff? Die Fancy. Sie greift die Gangis Hawaii an. So fing alles an. Nathan, das ist die Geschichte der Gründung von Libertalia. Aber das Bild haben wir schon. Ja, wart, bevor ich zu dem hicke. Ah, das ist das mit der Klausel. Piratenland. Also haben sie eigentlich im Prinzip mit Absicht das Klausel kaputt gemacht, oder was? Das Fenster, oder wie? Ja, extra die Markierung und das Ganze. Sam, schau dir das Diorama an. Sieht wie eine Stadtstraße aus. Glaubst du, die haben das alles gebaut? Bei diesen Kerlen, schwer zu sagen. Hui, sorry. Sorry. Corona. Das ist echt gut gemacht. Also, was ist das für ein Ort? Boah, das könnte man verkaufen. könnte man gleich verkaufen, Alter. Digi. Eine Art Versammlungsraum. Mein Gott, hier haben sie Libertalia geplant. Die Frage danke schön. Haben sie es durchgezogen? Das mussten sie. Schau dich doch um. Du widmest doch nicht dein ganzes Leben einer Sache und setzt dich dann einfach ab. Tja, es läuft halt nicht immer wie geplant. Nimm's mit. Zapzarab. Ich bin für Zapzarab. Sagst du das so, wie es ist? Mach Zapzarab. Digi, das ist sicher schon mal ein paar Hunderter wert. Du musst nur den geeigneten Vollidiot finden dafür. Schauen wir mal, was wir da so alles finden. What? Also da. Oh, na schau, was haben wir denn da Schönes? Hm.
Aber verdächtig. Das Licht ist gerade meiner Meinung nach ein bisschen verdächtig. Aber ich hupfe mal da rauf. Naja, manche Sachen können doch genau das Gegenteil bewirken, wie ich sag ja hi. Oh nein, 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 nein. So oder so. Wir kommen da rein. Nehmen wir es gemeinsam, okay? Ja doch! Klar doch, du Herkules, du! Mach einmal! Oder wie? Bloß jetzt nicht vorlassen! Lustiger! Rücken kannst komplett vergessen! Rücken kannst komplett vergessen, aber. Wow! Das kannst du laut sagen! Steht uns eine weitere Prüfung bevor. Na schau, können wir wenigstens ein bisschen planschi. Mal sehen, was passiert. dreh einfach mal mit einem Hebel. Schau mal, was passiert. Dann sind wir gleich hier vielleicht auch noch. Oh. Sie drehen die Symbole. Perfekt. Drehen, drehen, drehen. Nichts. Die Symbole auf den Kugeln passen nicht zu denen im Licht. Hä? Ich habe irgendwas verpasst. Oder brauche ich genau die Kugel? Ich brauche wahrscheinlich genau die Kugel. Oh. Oh. Okay. Okay, passt, danke. Aber nur nicht zu viel helfen, weißt du? Das wird dann wieder mal lustig enden. Sag ich nur dazu. Ah, da bauen wir natürlich das Helle und das Dunkle. Passt. Sehr gut. Ja, Alter. Ja, Kamera drehen, das wär's. Das wär's definitiv. Könnte helfen. Könnte helfen. Was ist das? Wow, schau. Statuen. Piratenkapitäne. Das sind Bonnie, Baldrige, Albasra. Na hallo Jungs. Den ich mir nicht mehr. Was geht's dir? Und natürlich Bonnie. Also, die zählt auch als Junge. Wer war noch gleich dieser Albasra-Typ? Kam aus dem Mogulreich, einer der Soldaten auf der Gangis Sabai. Warum verbündete er sich mit Avery? Angeblich sollte er hingerichtet werden. Während des Kampfes kam er frei. Kann ich drehen? Sag nicht drehen. Avery hat ihn großzügig aufgenommen. Genau. Der andere Kerl? Erst war er niemand. Dann wurde er ein mächtiger Wehrkämpfer. Das sieht gut aus. Das kann ich sicher noch separat irgendwo drehen. Oder auch nicht. Warte mal. Ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja, ja, da kann es separat drehen. Schau. Warte, die oberen muss ich eh nicht einstellen, oder? Hoffen wir es mal. Ja, die Seiten passt, oder? Sehr gut. Was heißt denn da bitte, Alter? Könntest du auch was tun, Haberer? Hättest du mir helfen können, hättest du ja sagen können, hörst du brauchst das. Ich hab's. Das ist lustig, Alter. Dann lass die mir eh alles machen. Moment. Der Bub macht Joseph das schon. Farrell, William Mays, Tariq bin Malik und Christopher Condit. 8 von 12. Hey, schau. Symbol auf den Ring dreht sich ständig. Schwierig. Dieser Bin Malik sieht traurig aus. Naja, ist er auch. Wie schaut's eigentlich mit den anderen aus? Okay, der Film. Oh, und wie der sich gleich bewegt. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel war. Ah, es war genau eins zu viel. Und bei dem? Passt. Das könnte man sicher auch wieder so drehen, dass es genau so ist, dass man nur das drehen können. Das ist schon, glaube ich, gut, dass sogar die Position. Aber so ein Schlecht, gell? Der hat sie wieder mit, der Scheißdreck.
Gestern, ja, jetzt ist sich auch wieder mit dran. Oh ja, wart. Na, tut sie auch wieder mit. Und? Jetzt ist eine gute Frage. Machen wir so zweimal. Zeig mal her, Hat sich nicht passt. Hoch. Ah, genau. In der Hoffnung, dass das jetzt nicht zu viel war, aber probieren wir es. Und? Ja, nice! Alter, für einen kurzen Moment habe ich mir schon wieder gedacht, ob ich auf das andere schon wieder vertrat. Boah, das wär's gewesen. Boah, das wäre bitter. Sam, schau, da geht's lang. Das wäre schon wieder bitter gewesen, Alter. Moment mal, das sind nur 11 Piraten. Unser Star-Pirat fehlt. Aha, schon seltsam. Der klingt ja richtig motiviert. Aha. Also, Digi, so. Mal sehen. Wir kommen ihm in der Sache näher und näher und näher und er macht einfach nur einen. Aha. Okay, wohin jetzt? Hi. Scheiße. Da ist eine fehlende Avery-Statue. Weißt du, ich glaube langsam, unser Freund war ein kleiner Narzisst. Ach, echt? Mal sehen, was er für uns auf Lager hat. Kann ich von da aus ins Wasser springen? Kennen schon. Kennen definitiv schon. Oh Gott. Nathan! Den Scheiße ernst. Ernsthaft. Ernsthaft jetzt. Dann schön tief runter. Okay. Okay. Hauptsache wir können bei Assassin's Creed Kilometer weit. Oh, wir springen aber. Ja, okay. Da ist natürlich ja nur Heu. Ist ja nur Heu. Alles klar. Hat überhaupt nicht mit Ego verletzt. Überhaupt nicht. Ach, alles klar. Wow, Alter. Oha, lustiger. Der fällt mir da gleich runter, der Trottel. Der fällt mir da gleich runter. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt bin ich mir schon wieder unsicher. Na, okay, na. Ah, was? Vielleicht krepiert er mal da gleich wieder. Aber wehe, die wird's mir da jetzt krepierst. Okay, da ist vielleicht so der ein oder andere Stachel. Aber wehe, die du krepierst. Vielleicht ist das ja fix nur mit Absicht gemacht, dass du jetzt im Stachel landest. Boah, scheiß auf Sam, Okay. Und schwimmen. Die Insel mit Averys Riesenstatue liegt rechts. So aufgeregt. Boah, da ist schon das Unwetter. Da ist schon das Unwetter. Na schau. Das entweder das oder. Braucht eine Zigarette. Vielleicht etwas Befreiung. Ein Köpfler. Na schau dir das an. Bricht sich gleich das Knack, Alter. Wie ist denn Nate gestorben? Elena. Naja, wie soll ich denn das genau sagen? Wenigstens von einem Bauchstich oder Kopfschuss oder kurz bevor er den Schatz gefunden hat oder wie er den Schatz gefunden hat, ist irgendwas weggefallen. Naja, wir haben nicht einmal den Schatz gefunden. Wie ist er dann gestorben? War es wenigstens kein unnötiger Tod? Irgendwas in der Richtung? Naja, er ist vom Boot runtergesprungen. In der Hand hat er ein Fernrohr. Vielleicht will er, dass wir durchschauen. Was? Das kann der? Was? Geil! Nein, du hast die Ehre. Keine Widerrede, komm. Was für eine Ehre? Wahrscheinlich, wenn er es sonst nicht gefunden hätte. Was ist wieder von mir? Ich sehe es nicht, Alter. Was sehen wir hier? Was haben wir denn da Schönes? Ach, schon wieder ein bisschen Blitzi. Schönes Unwetter. Und? Große totenkopfförmige Insel, ne? Große Insel. Kein Totenkopf. Das muss es sein. Libertalia. Sehr optimistisch, wenn man alles bedenkt. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir deinen Hals aus Alcazars Schlinge raus haben. Komm schon. Okay. Was? Ich sagte okay? Nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay.
Oh, oh. Hast du schon wieder aufgespielt mit dem Freund GPS Ray? Oder was? Wer sonst? Aber eh klar, dass sie langsam bald daherkommen, aber die sind schon relativ langsam. Also für das, dass die quasi relativ viel Asche haben, sind sie relativ langsam. Überhaupt, nein! Nee! Schaut nur so aus!